Herzlich willkommen zum zweiten Part des Monatsupdates vom August, September und Oktober. Ja. Plus November habe ich glaube auch dazu genommen oder nicht. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, ob ich November auch dazu genommen habe. Ich muss dazu schauen. Nein, November nicht dazu. November, Dezember habe ich ja abgetrennt. Ja, gut. Well, dann haben wir eigentlich hier nur noch die Animes. Ja. Dann wären wir mit dem Monat auch wieder durch. Aber wenn ihr denkt hier, das sind nur, jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen ein paar, dann schön geschnitten. Ja, sind ja auch immerhin 3 Monate, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Als erstes haben wir hier die Limited Edition von Planet After Story, und zwar ist das die zweite Volume mit diesem Magnetteil hier. Ich bin immer noch bei Planet Volume 2, also bei der ersten Staffel, also eigentlich bei Volume 3. Volume 2 habe ich ja gesehen. Und ja, hier haben wir auch noch gleich Volume 3 von Planet After Story. Muss ich mal unbedingt nachholen. Jetzt habe ich ja demnächst Winterferien, dann kann ich das machen. Ja, gut. Dann geht es weiter mit einer ganz, ganz wichtigen Serie, die in keiner Sammlung fehlen darf. Ich hoffe, man merkt, dass es Ironie war. Wenn nicht, tut es mir leid. Ich nehme dir das Video gerade um 12 Minuten vor 1 am Samstag auf, und zwar eine Woche vor Weihnachten. Ja, also gut Deutsch gesagt, wir haben heute den 19.12. Wenn ich das noch richtig sehe. Ja, 19.12. Ja, gut. Die Rede ist natürlich hier von High School DD, die zweite Volume. Dann haben wir hier die dritte Volume und die vierte Volume, die habe ich noch nicht gesehen, wie man nun schwer erkennen kann. Bin noch nicht dazu gekommen. Ja. Jetzt, wieso die drei auf einen Schlag? Ganz einfach, ich habe sie an der Frankfurter Buchmesse gesehen, habe mir gedacht, boah, nur 20 Euro. Scheiße, ist das billig, greifst du mal zu. Ja. Und so ist meine Entscheidung halt auf High School DD New gefallen. Weil bei Eldnor war noch nicht alles draußen und bei Akuma war es das gleiche, Akuma no Riddle war es das gleiche, wie auch bei, wie ist die andere Serie, die ich noch angefangen habe, aber noch nicht fertig habe, war Hamatora, die fällt mir glaube ich noch die letzte Volume, und Tokyo Ghoul, die werde ich irgendwann nachholen. Ja, mein Geburtstagsgeld ist draufgegangen für ein paar Realserien, das heißt für eine Realserie fast eigentlich nur. Ja. Und ein paar andere Realserien, ein paar andere Realfilme, plus ein paar Geschenkchen, die ich dann für den Dezember getätigt habe, ja, nicht ganz so billig waren. Ja, gut. Aber wie gesagt, hier bei Kase High School DD New, für jeden Edgy-Fan muss und sonst halt nicht. Gut, dann kommen wir zu einem Anime, der wirklich muss ist, und zwar für jeden Kyoto Animation Fan. Und zwar ist die Rede von Love, Chunibyo and Other Delusions. Ich habe die limitierte Edition, und zwar mit der Nummer 0622, wie man hinten erkennen kann vielleicht, ja. Und was muss ich dazu sagen, es hat sich echt gelohnt, die Collector's Edition zu kaufen, die ist auf 1000 Stück limitiert. Soll ich sagen, hier hinten sieht es zwar nicht so spektakulär aus, aber dafür ist das Innenleben wirklich heftig. Das Wendecover sieht so aus. Das Originalcover sieht man hier drin ein bisschen. Hier sieht man noch die Disc, die mit einem magischen Zirkel ein bisschen verschönert wurde. Und dann noch ein Booklet. Jetzt sieht man schon ein bisschen mehr hier. Ich könnte noch die Disc rausnehmen. Hier, so wird die andere Seite des Covers aussehen. Ja, gut, dann hier noch ein bisschen etwas zum Booklet. Das Booklet sieht so aus, sehr interessant. Was mir vor allem hier gefällt bei dieser Serie ist die Synchronisation. Echt scheiße geile Synchronisation. Ach, ich benutze das Wort einfach viel zu oft wie heute. Absolut geniale Synchronisation. Echt fettes Lob an den die Synchronisationsleute, die es ausgesucht hat. Ein fettes Lob auch an Kase für die
echt geile Synchronisation, beziehungsweise auch an das Studio, der das Synchronisation übernommen hat. Diesmal weiter so wie bei Chunibyo und dann wird alles Paletti hier. Gut, dann kommen wir noch zu den anderen Extras, die der Collector's Edition beigelegt wurden. Ich weiß gar nicht mehr, was nur der Limited beigelegt wurde und was nur der Collector's. Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich lasse hier einfach mal alles rausfallen. Das war's. Jedenfalls in meiner Edition waren mit dabei hier vier Lesezeichen. Die sind zwar ein bisschen leicht, sind auch ziemlich verbiegbar, wie man sehen kann. Und zwar haben wir einmal hier Rika, dann haben wir hier, jetzt fängt schon an, Mori Summer, dann die habe ich vergessen, tut mir leid, und dann haben wir noch Sanae, ich weiß es nicht mehr. Ist Ewigkeiten her, dass ich jetzt diese Volume schon geschaut habe, der ist ja schon irgendwie im Oktober erschienen. Dazwischen habe ich noch vieles anderes geschaut und ein paar anderen Staffelserien noch und alles aufgeholt und alles. Und ja, viel Physik gelernt und so. Da geht das Ganze weg und dann noch Abschlusstest von Französisch. Dann denkt man sich einfach nur, well, ja, jetzt ist man richtig gefickt. Gut, dann haben wir hier noch zwei Stickers. Einmal mit Rika und einmal mit Rika und Sanae. Wenn es mich nicht täuscht, also hier noch einmal mit Rika. Das ist ein bisschen weiter weg halten. Und hier noch so ein magischer Zirkel. Haben wir hier einen Chunibyo Akut, habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich mal ausprobieren, das ist hier irgendwie eine Süßigkeit. Dann haben wir hier die Artboards, wie man dem so schön sagt. Hier einmal mit Rika, hier haben wir einmal mit Morisama und Rika. Mit Rika und keine Ahnung wie die andere hieß. Sanae und Rika, wenn ich mich richtig liege. Dann hier die Schwester von Rika und Rika. Dann hier ein Gruppenbild. Dann hier noch einmal Yuta und Rika. Gut. Das waren die Artboards. Dann geht es weiter hier mit der Augenklappe. Die werde ich jetzt nicht aufsetzen. Ja. Wenn man es umdreht, hat man dann diese Seite hier. Das heißt, man hat das Auge der, von Rika. Und zu guter Letzt haben wir hier noch so ein Schlüsselanhänger, Dingsbums, nicht glaube ich ein Schlüsselanhänger, ist glaube ich so ein, wie nennt man jetzt den Fachbegriff für das? Chain, Wallet Chain, glaube ich, nennt man den Fach, ist glaube ich der Fachausdruck für den. Wenn ich mich irre, tut es mir leid. Jedenfalls, ja, ziemlich geil finde ich die Collector's Edition, da ist sich der Preis echt gelohnt und das Warten. Wurde mir zuerst an die falsche Adresse geschickt. Ja, gut. Was soll ich dazu sagen? Ich habe auch genug blöd, die Adresse auf der falschen Seite zu ändern. Also das heißt, ich habe es eigentlich auf bei Phase bestellt. Und die haben ja sozusagen bestellt dort bei Anime Versand. Und ich habe halt die Adresse bei Kase gewechselt und nicht bei Anime Versand. Und ja. Die hatten halt dann meine Adressänderung nicht drauf und ja, dann wurde es halt an meine alte Adresse geschickt und dort wohne ich halt seit einem Jahr nicht mehr, das heißt es wurde wieder zurückgeschickt an die, habe ich die kontaktiert und die haben mir dann freundlicherweise dann nochmal eine Edition geschickt. Echt super, muss ich sagen, und der Preis war auch nicht so viel teurer. Ich habe es nur nachhinein erst auch feststellen müssen, dass man auch in der Schweiz bei World of Games auch die Collector's Edition hätte bestellen können und da wäre es noch eine Woche früher bei mir gewesen, aber naja, egal. Gut, dann geht's weiter mit der psychischen Serie mit dem Psycho Pass und zwar die zweite Staffel. Natürlich hier die Limited Edition mit der Nummer 2787. Ist auf insgesamt 3000 Stück limitiert, wenn man es nicht sehen kann. Hier noch die Rückseite des Schubers. Dann haben wir hier einmal auf dem Cover die liebe Akane. Und wie ich sehe, geht mir gleich der Akku aus. Das heißt, ich versuche noch die hier hinzubekommen und dann mache ich mal kurz Pause und lade den Akku auf. Ja, hier ist das Innenleben der Disc, mal wieder sehr schlicht wie gewohnt, aber sieht echt geil aus. Und die Synchronisation wurde wieder von den gleichen übernommen und deshalb
muss ich ja nicht sagen. Es hört sich sehr gut an. Die zweite Staffel ist halt nicht so gut wie die erste Staffel, aber ist trotzdem ein Muss für Fans der ersten Staffel. Gut, ich probiere es jetzt mal auf gut Glück noch Sekai Seppuku durchzubekommen. Und zwar habe ich hier einmal die erste Volume des Mediabooks und die zweite Volume des Mediabooks. Ja, ich mache jetzt die mal nicht auf. Es ist halt einfach Mediabook, hast du einfach noch ein Booklet ist einfach drin mit der Disc. Das sind beides Rezensionsexemplare. Das heißt, dazu wird dann noch eine Review folgen auf German Otaku. Werbung, überall Werbung. Ja. Gut. Ach, bevor ich es vergesse. Das extra bei der Psychopass, beim Psychopass-Schuber waren noch diese drei Postkarten, beziehungsweise das lag einfach der Volume bei. Gut. Dann geht's weiter mit Selector Infected Wycross. Selectors Bread Wycross. Tut mir leid. Ja. Hier auch wieder die limitierte Edition. Schuber. Hier die Rückseite. Sehr schlicht, wie auch beim ersten. Dann haben wir hier einmal die erste Volume. Hier ebenfalls sehr schön designt, wie auch bei der ersten Volume. Ich habe keinen Plan, wer das ist. Ich habe nämlich die zweite Staffel noch nicht geschaut. Auch noch nicht auf Deutsch. Ich werde es dann demnächst anfangen, sobald ich Lust drauf habe und Zeit. Ja, aber wie ich schon vorhin gesagt, Ferien. Also wird es demnächst sehr schön fällig sein. Gut, dann geht's weiter mit der Serie Full Metal Alchemist Brotherhood Volume 7. Habe ich noch nicht geschaut. Ich wollte warten, bis die 8. angekommen ist. Und dann alles an einem Stück schauen. Das Innenleben ist wie gewohnt sehr schick gehalten. Mit einem Artbook. Also beziehungsweise mit dem Artbook, dann gibt es wieder so ein Guidebook und dann gibt es noch so ein Werbungsbook. Irgendwas halt. Das normale Design halt von Fullmetal Alchemist Brotherhood. Also beziehungsweise die normale Aufmachung, die man sich halt von KSM gewohnt ist. Als extra lag dann hier noch die Interview mit David Nutton, beziehungsweise der Synchronsprecher von Ryan Mustang. Der zweite Teil bei und ja, den werde ich definitiv noch schauen. Was ich hingegen schon gesehen habe, ist hier die OVA-Kollektion von ja, da hat sich die Aufnahme verabschiedet, aber ich mache es jetzt hier nochmal ganz kurz, den hier. Full Metal Alchemist, die OVA-Collection und ja, ebenfalls die genau gleiche Aufmachung, hat jedoch nur 30 Minuten und hat fast gleich viel gekostet. Nicht nur fast, es hat glaube ich sogar gleich viel gekostet. Ist ein bisschen traurig, aber ja, gut, was will man machen? Als deutscher Anime-Fan, wenn man die Publisher unterstützen möchte, kommt man halt nicht drum herum. Und in diesem Punkt würde ich sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim zweiten Teil des, beim dritten Teil meine ich natürlich. Gut, bis dahin, Matane!